Wir haben heute Montag, der 23.11.2020. Ich habe ja eine förmliche Zustellung erhalten. Ein gelbes Brief geht meistens eigentlich nur für Gerichte, aber diese wurde von Stadtverwaltung erlassen. Man sieht, hier ist auch kein Datum drauf. Lass uns mal reinschauen, was hier los ist, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Was Corona-Abzocke und Betrug zumindest deutschlandweit angeht, Frankfurt steht an Platz Nummer 1. Man unterstellt mir, ich hätte auf der Belgerstraße am 29.10.2020 auf der Straße keine Maske getragen, obwohl die Straße komplett leer war. Jetzt muss ich 50 Euro Ordnungswidrigkeit, 25 Euro Verwaltungsgebühren, 3,50 Euro förmliche Zustellung, insgesamt 78,50 Euro bezahlen. Und das Ganze warum? Stellt euch mal vor, ihr seid als Tourist in Frankfurt zu Besuch oder ihr kommt einfach vom Außen nach Frankfurt jemand besuchen und ihr wisst nicht, dass auf der Straße, zumindest dort, wo ihr euch befindet, ein Maskenpflicht herrscht. Und schon stehen irgendwelche Fake-Polizisten. Ich zeige euch mal, das ist so lächerlich. Das sind nicht mal echte Polizisten. Ich kann sowas nicht als polizeiliche Maßnahme bezeichnen. Dann kontrollieren sie euch und schon wählt 50 Euro fällig auf einmal. Und ihr sagt, Moment mal, hier auf der Straße ist doch keinerlei irgendwo ein Hinweis, dass man hier Maske auf der Straße zu tragen hat. Und dann steht hier, ihre Einlassung zur Verwarnung haben wir erhalten, diese war jedoch nicht geeignet. Ich habe gesagt, ihr müsst mir beweisen, dass ich gegen 1,5 Meter Abstand verstoßen habe. Denn laut Landesordnung ist Maskenpflicht auf der Straße nur dann fällig, wenn die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten wird. Schaut euch mal bitte selber die Straße an. Sie war menschenleer. Es war niemand da. Es war auf der Belgerstraße um 10.30 Uhr. Vor allem, ich habe auch gesagt, sie sollen mir beweisen, dass die an die Laterne Maskenpflichtschild Hinweise angebracht haben. Das haben sie auch nicht. Sie schreiben, über die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde ausreichend in den Medien informiert. Also, wenn es um irgendwelche Wahlen geht, der Oberbürgermeister Peter Feldmann hängt überall sein hässliches Gesicht auf. Aber wenn es um Maskenpflichtschilder geht, da spart man überall mit der Hoffnung, dass ahnungslose Bürger in die Falle tappen. Das ist Betrug, was hier stattfindet. Sie berufen sich auf Medien. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mit Medien vor Gericht gehen? Der Bereich muss deutlich gekennzeichnet sein, dass dort eine Maskenpflicht herrscht. Ihr könnt doch auch nicht einen Autofahrer blitzen und sagen, ja, du hättest doch von Medien wissen müssen, dass dort auf jeden Fall die Geschwindigkeit auf 50 reduziert wurde. Was ist das für eine Scheiße? Das ist ja Betrug, was ja passiert. Ich hoffe, dass die ganze Sache endlich mal vor Bundesverfassungsgericht landet. Vor allem, wisst ihr, was an dieser Ordnungsamt so peinlich ist? Sie wissen ganz genau, dass ihre Briefe alle im Netz landen und trotzdem schicken sie mir so einen Müll. Ich hätte diese gerne vor der Kamera zerrissen, kann ich aber nicht, weil ich muss ja dagegen Widerspruch einlegen. Ich werde dagegen vorgehen. Die Sache wird sowieso vor Gericht landen. Ich beende das Video. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst euch von der Behörde hier nicht abzocken. Geht vor Gericht. Belastet die Gerichte, bis diese ganze Scheiße mal zusammenbricht und sie mir die ganze Betrug hier aufhören. Alles gut und bis zum nächsten Video.